Hallihallo und willkommen. Wir sind zurück auf der Insel. Ja, und wir sind wieder bei unserer Challenge. Ja, Talon, Melody, Lana, Sam, Ju und der kleine Levi, die sind hier auf der Insel gefangen. Und wie ihr seht, Melody ist immer noch schwanger und sie plaudert hier gerade ganz aufgeregt mit Sam. Und wir wollen doch jetzt gerade mal schauen, wie es auch weitergeht. Denn letztes Mal hat sie ja mit Talon geflirtet. Und da sind wir doch schon recht gespannt, wie es weitergeht. Oh mein Gott, ich sehe gerade, sie hat Hunger. Melody, könntest du mal bitte zurückschwimmen und dir bitte was zum Essen nehmen? Ich hoffe, wir haben noch was drin. Jawohl, Reste nehmen. Ja, und Lana ist auch schwanger. Und Talon, und was auch noch war, Talon und Lana haben geheiratet, die zwei Süßis. Und ja, da, unser kleiner Levi. Wieso heißt er Mitchell? Weil er Mitchell heißt. Okay, dann lassen wir das doch so. Ja, wir haben letztes Mal auch gedreht und durften uns dann auch eine Kiste raussuchen, was echt klasse war. Plaudern. Ich habe gesagt, du sollst zum Essen kommen. Wir schauen mal. Lana, was hast du vor? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ich brauche ein Bild. Das ist ja Zucker. Oh, wie putzig. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Okay, und weiter. Sehr schön. Wir gucken aber mal, wie es dem Kleinen geht. Ach, dem geht's gut. Oh, er ist verspielt. Und was hat er? Essen ist lustig. Okay. Essen ist lustig. Steht einfach so dran. Ja, wir gucken jetzt mal. Ich habe auch ganz viele Vorschläge gekriegt für diese Dusche, die wir übrig haben, was wir damit machen. Und ich würde jetzt aber sagen, Anna badet Levi. Und zwar hieß es da, man könnte ja da noch ein kleines Räumchen dann machen, um die Dusche reinzustellen. Das wäre natürlich auch super. Ich könnte ja zum Beispiel dann sagen, okay, wir machen hier, erweitern das, dass dann das weiter da drüben ist und machen dann hier die Türe durch und machen dann hier eine Türe für eine Dusche, ja, irgendwie. Das wäre natürlich möglich. Das wäre ja echt eine super Idee. Und ich habe die Idee bekommen, dass wir eine Freilanddusche machen. Da, ja, dass wir die vielleicht hier oben irgendwie hinstellen. Und das wäre auch eine super Idee. Aber irgendwie gibt es hier echt kaum Platz. Wenn, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir die tatsächlich hier drüben platzieren, dass wir hier eine hinstellen. Und deswegen habe ich beschlossen, weil wir beide Ideen sehr gut gefallen, dass Talon, der Gute, der hier fleißig immer alles macht, alle Fälle noch meine Dusche zaubert. Wenn ich sie jetzt natürlich auf Anhieb finde, hier eine Wasserfalldusche. Das darf er nochmal herstellen und dann werden wir tatsächlich eine Freilanddusche machen. Und zwar in irgendeinem eine Ecke setzen. Ich weiß noch nicht in welche, aber ich würde sagen, die da hinten bietet sich vielleicht an. Die sieht so aus, als ob das genau richtig wäre für eine Dusche. Ausgang rüberschwimmen gut ist und dass wir unten noch eine machen. Wieso ist dieser? Den ersetzen wir. So einen schwarzen Stein wollen wir nicht. Haben wir noch mehr schwarze Steine? Oh mein Gott. Als ob auf der Insel beim Blitzeinschlag die Steine schwarz werden würden. Klar, die würden auseinanderbrechen und das war's dann aber, glaube ich auch. Kann doch gar nicht abfackeln, so ein Stein. Was macht sie jetzt schon wieder? Sie will jetzt... Echt jetzt? Die macht ich fertig. Gib. Oh nein, der Techt. Oh nein, oh nein. Bestäuben. Oh mein Gott, das war jetzt mein Fehler. Das war wirklich mein Fehler. Oh, Gartenarbeit. Oh, der verabscheut es immer noch. Oh mein Gott. Okay. Ich würde sagen, ich mache unten kurz die Dusche, baue um und zeig's euch dann. So, meine Lieben. Ich zeig euch das jetzt mal. Ich habe jetzt hier den Eingang vom Zimmer von, von Melodies Baby dann die Tür da hier hingesetzt. Habe das dann den Eingang quasi hier hinten etwas nach hinten verschoben und habe jetzt hier nochmal, da könnte man dann wirklich nochmal ein kleines Bad hinsetzen. Da ist jetzt die Dusche drin. Und falls
Ich weiß ja nicht, was noch passiert, aber hier gäbe es dann sogar noch mal ein Zimmer, aber das ist noch zu. Ich habe keine Tür hingemacht, das möchte ich auch nicht. Ja, und wenn Talon jetzt dann das fertig hat, die Dusche, dann kommen die da hinten hin. Talon. Oh nee. Oh, mach mal weiter, bitte. So. Was macht Melody? Melody geht putzen. Was putzt du? Da war es kaputt. Nee, da hat es nur. Oh mein Gott. Die war immer noch nicht auf dem Klo. Ich raste gleich aus mit der. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er spielt. Er spielt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So süß. Er spielt. Er hat die Spielzeug aus der Kiste rausgeholt. Ja. Oh, und Talon ist auch schon ganz begeistert. Talon, hast du schon fertig gemacht? Talon? Oh ja, Tatsache. Ah, dann können wir die auch gleich hinstellen. Also dann haben sie echt Duschmöglichkeiten ohne Ende. Er geht Hände waschen und es ist schon wieder Nacht. Wo habe ich jetzt gesagt? Man kommt hier raus und hier hinten kommt die Dusche hin. Okay, da kann ich euch jetzt kurz mitnehmen. Oh Gott, und sie ist sehr verspielt. Echt jetzt? Das ist ja abnormal. Da ist die Dusche. Die würde ich wahrscheinlich auch gerade so lassen. In diesem Braunton. Wo setze ich ihn? Ich glaube, ich setze die hier so an die Wand hin. Na, dicken rüber so. Ja, so ist das doch gut. Perfekt. Das macht sich doch gut für eine Dusche. Eine Freilanddusche. Juhu. So, meine Gute. Was machst du? Marshmallows. Okay, wer hat das gemalt? Auch du. Ich würde sagen, du machst das mal fertig und dann schauen wir auch mal, in wie vielem Trimester du bist. Wieso hat die ihr Babyzeichen immer dran? Okay, Leute, das verwirrt mich jetzt. Es tut mir leid, aber normalerweise mache ich das nicht. Aber ich muss da jetzt echt gucken, was da los ist. Okay, ich sehe es. Okay. Sie bekommt noch ein Baby. Oh. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, warum das jetzt weg ist. Aber ihr seht, sie hat keinen Schnuller mehr hier unten drin. Und ich habe keine Ahnung warum. Aber sie ist noch schwanger. Okay. Ja. Zweites Schwangerschaftstrimester und sie auch, ne? Toll. Ja, in 3 Stunden dritte. Also dann kommt sie auch ins dritte. Okay. Wunderbar. Wie viel Uhr haben wir denn? Noch nicht Zeit. Er malt auch. Oh nein, er malt ein Kinderbild fürs Kinderzimmer. Oh, ist der süß. Das hängen wir unten echt rein bei seinem Sohn, bei Levi. Und jetzt will ich dann aber auch mal noch nach Sam schauen. Ernsthaft? Er hasst Gartenarbeit, aber er geht freiwillig zu den Pflanzen, um die zu erforschen. Ja. Ist klar. Nee, geh mal hier bestäuben und dann brauchst du was zum Essen. Okay, ja. Gibt's noch was? Kann er noch Reste nehmen machen? Jawohl. Ich denke, wir müssen auch bald mal wieder kochen. Der ist noch okay, ja. Was macht sie? Hände waschen gehen. Sie hat immer noch nicht ihr Babyzeichen drin. Ich habe keine Ahnung. Oh! Levi, was hast du angestellt? Aktuelles Verhaltenmaßregeln und zwar ruhig bitten, kein Chaos anzurichten. Und du lässt es jetzt mal. Die Melody soll das jetzt mal machen. Und Talon, du machst hier aufräumen. So. Bitte, könntest du jetzt das sagen? Also, Levi, mein Guter, hör mal auf. Aber so eine Sauerei machen wir nicht, ja? Nein, das dulde ich nicht. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du das wirklich nicht mehr machst. Klar gefällt es ihm nicht. Aber das muss schon sein. Levi, wie sieht es denn bei dir aus? Ich würde sagen, die Mama, Levi, in Schlaf lesen. Wie wäre das? Geht das? Genau. Nimm mal deinen kleinen Mann und, Jo, einmal bitte hier. Wunderbar. Weißt du, da wäre auch ein Sessel gewesen. Aber okay. So geht das auch. Ich denke, er holt sich was zum Essen. Jawohl. Sam.
Sam sitzt, könntest du das aufräumen? Und Melody? Jetzt ist Melody bei den Pflanzen. Ja, also ich weiß nicht, was ich von dem Verhalten jetzt halten soll, denn irgendwie sind die ja überall und nirgends. Ganz, ganz seltsam. Guck mal, Süßer, du kriegst dein erstes Bild im Zimmer. Die hat dir ein Bild gemalt. Guck mal, ist das nicht süß? Guck mal, das auch dahin. Guck mal, dein erstes Giraffenbild. Oh, wie putzig. Oh, mein Gott. Ich glaube, du bist auch müde. Ich denke mal, es wäre besser. Du würdest schlafen gehen. Ich schicke dich jetzt einfach mal alle ins Bett. Melody kann auch mal schlafen gehen. Und Sam dann am besten auch. Es wird Zeit. Ich würde sagen, die sollen jetzt mal richtig ausschlafen. Und dann geht es am nächsten Morgen weiter. Und dann müssen wir auch wieder drehen. Oh mein Gott, da wird mir schon ganz schlecht dabei. So, meine Lieben, die Lana, die ist wach und oh mein Gott, die pinkelt sich jetzt gleich in die Hosen. Also sie steht schon auf 7:30. Oh nein, kein Techtelmechtel-Metallon. Oh mein Gott, ich drücke immer falsch, du sollst bestäuben. Und ich meine, die Melodie, die müsste auch mal ganz dringend aufs Klo. Talon, geht's gut? Talon will ein Feuer machen. Okay, dann mach ein Feuer, wenn du meinst, dass das gut ist. Bitte, tu dir keinen Zwang an. Da bin ich echt gespannt. Oh nein, echt jetzt? Okay. Jetzt? Oh, gut. Sam ist sehr konzentriert. Warum bist du konzentriert? Was? Du bist eine Marionette? Wie kommst du jetzt da drauf? Du willst auch nach oben? Kleine Levi schläft noch. Oh mein Gott, Leute. Sorry fürs Pause machen, aber schaut euch das an. Was für ein Bauch. Jetzt bin ich gespannt bei Melody. Melody. Oh ja, da sieht man doch auch einiges. Und ich bin ja echt so gespannt, was die jetzt bekommen. Sam, geht's dir gut? Du musst duschen. Der will hier Bücher wegmachen. Okay. Ich würde sagen, ihm geht's gut. Melody geht essen. Okay. Ich will auf alle Fälle das festhalten und ich denke, Talon, der Sportler, du musst das verkaufen mit deinem Bestreben hier. So, wunderbar. Ja. Oh, ist das nicht nett? Die zwei Schwangeren sitzen hier tatsächlich nebeneinander. Oh mein Gott, wie süß. Krieg ich mal den. Oh. Ja, tut der Rücken weh. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ich fühle da mit dir. Das ist jetzt echt doof. Keine richtige Position gewesen. Talon. Oh, er setzt ihn da rein. Hat er vielleicht Hunger? Oh, und er gibt ihm was zum Essen. Oh, was für ein süßer Daddy. Wahnsinn. Ja. Und jetzt war gerade eine Unterbrechung. Ich hasse es, wenn meine Kinder Ferien haben. Echt wahr. Ohne Rücksicht auf Verluste reißen sie die Tür auf und quatschen. Talon, würdest du den Kleinen mal wieder rauslassen, bitte? Oh, sie spielt Gitarre. Okay. Und sie singt dabei. Das ist ja mal was. Melolana, möchtest du dich mal hier hinstellen? Und du stellst dich mal hier hin. Wir wollen jetzt so einen richtigen fetten Babybauch sehen, oder? Also ich bin da schon dafür. Das wäre eine gute Position, um dich zu malen. Okay. Und zwar nach Vorlage malen. Und zwar eine große. So. Oh, da kriegen wir bestimmt ein schönes Bild. Kriegen wir jetzt die Lana da? Ja, oh mein Gott. Und mit was für einem Bauch? Ich würde sagen, perfekt eingefangen. Er darf jetzt die Lana malen. Und Sam malt doch bestimmt dann. Geht er duschen? Okay. Melody, wo stellst du dich hin? Vielleicht mal am besten hier hin. Und Sam hier hinten. Nee, Melody, Melody, so geht es nicht.
Drehe ich mal ein bisschen hier um. Ich will aber den stinkenden Pipi-Busch gar nicht drauf haben. Melodie geht jetzt gleich weg. Küssen. Nee, lass das mal. Okay. Sam. Oh, er kann noch gar nicht malen. Er kann es noch gar nicht. Oh mein Gott. Okay. Könntest du dann ein Foto machen von ihr? Hallo? Foto machen von Melody. Geht es dann? Hat er einmal ein Foto gemacht? Ernsthaft? Das ist doch scheiße. Soll ich denn da jetzt den Bauch drauf kriegen? Ne. Das war jetzt echt, echt blöd. Kannst du vielleicht schon nach Vormalage malen? Ja. Okay. Sam verdünnisiert dich. Nein, 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 nein. Lana, 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 jetzt, 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 jetzt guckt sie gerade so schön zur Seite. Jetzt kriegen wir sie drauf. Jetzt kriegen wir sie. Echt jetzt? Echt jetzt? Nee. Bitte, bevor sie wegläuft. Bitte, 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 bitte. Jetzt vielleicht. Jetzt, jetzt. Jetzt. Ja, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen ihr Gesicht mit drauf. Finde ich eigentlich ganz gut. Vielleicht, vielleicht geht es jetzt so. Aber ihren Bauch haben wir schön drauf. Das finde ich ja echt cool. Wunderbar. Das hat mir jetzt gefallen. Sie hat zwar nicht hergeguckt, aber man sieht ein bisschen ihr Gesicht von der Seite und das ist doch großartig. Ja, bisschen festhalten wollen wir das schon. Ach Gott, ist der süß. Der plaudert mit Babi. Oh, und wir haben zu spät. Wir müssen würfeln. Kurz Pause. Und ich switche und hole meine Würfel her. Ja, meine Lieben, hier sind die Würfel. Und wie immer geht's jetzt rund und einfach Augen zu und durch. Und dann werden wir ja sehen, was wir jetzt gleich würfeln. Ich bin schon so gespannt, was dieses Mal passiert. Wir haben eine 7, schon wieder. Also tatsächlich, wir haben schon wieder eine 7. Das heißt, 5 neue Äste holen. Okay, aber da ich wieder keine Äste holen will, werde ich jetzt mal schauen, was es dafür wieder gibt. Da gibt es ja auch eine ganze Liste, was man machen kann. Ein Ottoman wäre drin, ein Lagerfeuer oder Grill, ein Einzelbett, das Hammer, das können wir auch herstellen. Wir könnten uns noch eine andere Dusche besorgen, eine Kiste, Hochzeitsbogen. Okay, ich würde sagen, wir nehmen uns einfach nochmal eine Kiste und stellen uns tatsächlich fürs andere Kinderzimmer auch nochmal eine Spielzeugkiste rein. Ich meine, es werden immer mehr Kinder und ja, wir nehmen einfach nochmal eine Spielkiste und damit basta. So machen wir das. Also wieder ab zurück ins Spiel. Jo, also eine Spielzeugkiste. Deswegen einmal nach unten und dann werden wir hier noch eine tolle Spielzeugkiste reinstellen. So, eine Spielzeugkiste nochmal. Sehr schön. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Dann müssen die Kleinen sich nicht streiten. Okay. Wunderbar. Das geht hier, Sam. Sam steht bedeppert rum. Da müssen wir eigentlich einmal gucken, was der noch braucht. Und er braucht noch viel, sehe ich. Charisma, Fitness, Gartenarbeit, Geschicklichkeit. Okay. Dann stell einfach noch ein Töpfchen her, weil das brauchen wir auch. Und das können wir dann vielleicht ins andere Bad rüberstellen. Oh mein Gott, Beziehungsänderung. Sehr schön. Okay. Wunderbar. Okay, Lana, wird das mit dem hier? Melody? Mit Levi und Talon plaudern. Du bist schon wieder sehr kokett. Flirtest du jetzt schon wieder hier Talon an? Wir werden sehen, ob der Balken steigt. Ich will's nicht hoffen. Ich will es echt nicht hoffen. Sollte der Balken echt noch weiter hochsteigen, dann glaube ich, wird sich Lana dann auch mal hier einschalten. Und könnte ich mir vorstellen, dass dann die zwei Frauen sich echt soffen. Oh, du willst spielen? Sehr schön. Oh mein Gott, jetzt habe ich gerade gedacht, mein Spiel stürzt ab. Das hat gehängt. Wer ruft uns an zum Geier? Nein. Oh
Oh, sehr schön, diese Bilder. Ich mache mal ein bisschen schneller hier. Oh, er hat es geschafft. Sam! Wunderbar. Aber du bist noch nicht weiter. Könnten wir jetzt noch hier Möbel herstellen? Guck mal, du könntest noch einen Spiegel herstellen. Ach so. Cool. Oh, wie cool. Lana, du kriegst noch ein Bild. Guck mal. Wie schön. Ah, also es ist noch gleich geblieben, aber ich traue der Sache nicht. Ich traue der Sache echt nicht. Oh, Lana. Melody. Nee, doch, Lana ist auch gleich fertig. Gott, jetzt bringe ich schon die Damen durcheinander. Oh, wie schön. Das kriegt natürlich die Melody. Die soll ja natürlich auch ein Andenken haben. Lana, kann ich mal gucken bei dir, wie es mit deinen Fähigkeiten aussieht. Sie will jetzt zu den Pflanzen gehen. Alles klar, kannst du tun. Gartenarbeit 5, Geschicklichkeit 5. Herstellung. Achso, das ist wegen den Kerzen. Alles klar, Erziehung, Level 3. Alles klar. Okay, also wir haben echt gerade Glück auch immer beim Würfeln, was ich echt cool finde. Aber ich denke, du solltest auch mal hier ein bisschen handwerken. Und wir brauchen natürlich dann auch noch einen zweiten Hochstuhl. Zwei Baby, zwei Kleinkinder nachher, noch einen Hochstuhl. Das könnte sie jetzt eigentlich mal erledigen. Wie sieht's bei dir aus? Geschicklichkeit 7. Ja, also das geht auch voran. Gitarre, mein Gott. Okay. Eigentlich ganz gut, aber sie muss aufs Klo, sehe ich gerade. Könntest du dann bitte hier bestäuben gehen und dann schaue ich mal kochen, angeln und angeln muss sie. Dann wird sie einfach mal angeln gehen. So, und jetzt schaue ich mal. Lana hat jetzt wieder ihr Babyzeichen und die Entbindung ist in Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Oh mein Gott. Oh, Sam, sehr schön. Bist du aufgestiegen? Ja, und sie hat Geschicklichkeit Level 6. Das ist schön. Was sie will, sie machen. Sie geht. Ach so, die habe ich ja angeln geschickt. Du könntest eigentlich auch mal angeln. Ganz ehrlich, könntest mal Frösche suchen und auch angeln gehen, bevor du jetzt überhaupt was machst. Und jetzt schaue ich mal nach Talon. Oh nein. Echt jetzt? Talon, was machst du? Er ist einfach ins Zimmer gegangen und plaudert mit seinem Kind. Oh mein Gott. Ich bin sowas von begeistert. Der ist echt klasse. Ein klasse Daddy. Oh mein Gott, du musst aufs Klo. Könntest du mal hier auch. Habe ich jetzt Nickerchen? Nein, nicht Nickerchen machen. Oh mein Gott, wie ein Champion bieseln, bitte. Oh! Ich hätte mir ja so gewünscht, dass er eigentlich, dass wir würfeln, dass wir uns noch was suchen können. Eine Toilette wäre echt cool gewesen. Aber kann man denn eigentlich nicht mit Level 10 auch eine Toilette herstellen? Ich meine, ach, der hat noch eine 10. Talon, du musst ganz dringend was herstellen. Du musst echt was herstellen. Ich meine nämlich, wenn man Level 10 hat, wird noch mehr freigeschaltet, dann kann man nämlich eine Toilette herstellen. Sollen wir vielleicht eine Profibar herstellen? Das machen wir einfach. Das machen wir einfach. Bisschen Spaß muss aus sein, oder? Und ich denke, das ist ganz gut. Und er hat Hunger. Okay, Talon. Wir machen das jetzt so. Lana macht das fertig. Und dann wird sie was kochen. Mittagessen servieren vielleicht. Okay, du wirst was kochen. Mittagessen servieren. Hier einen Gartensalat. Das hört sich gut an. Dann kriegt sie auch ein bisschen kochen. Und dann schauen wir mal nach den Fischis. Okay, und schon wieder eine Kuhbeere. Oh mein Gott, wie ich es hasse. Viele Kuhbeeren brauchen wir gar nicht, die verkaufen wir. Wir sagen einfach, die hat sie verspeist. Nein, Lana, geh mal jetzt bitte hier. Und dann müssen wir, glaube ich, auch nach unseren Pflanzen gucken, ne? Okay, dann alles verkaufen. Oh, wie süß. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach über alles, den Kleinen, echt. Und es sieht echt gut aus. Töpfchen könnten wir noch machen. Wie sieht denn aus mit Töpfchen? Komm, die schicken wir jetzt einfach mal aufs Töpfchen.
kriegst auch nochmal Bewegung und du kannst aufs Töpfchen gehen alleine. Und ich meine, wir hätten jetzt auch schon das andere Töpfchen fertig. Das stellen wir natürlich auf. Ich finde, so, da ist das Töpfchen und das stellen wir jetzt auch hier rein. Ich denke, das wird ganz gut mit dem Töpfchen und das können wir vielleicht tatsächlich hier reinstellen in die Ecke. Wir haben ja eh noch keine Toilette. Aber dann hätten wir schon mal ein Töpfchen und einen Spiegel haben wir auch. Okay, ein Waschbecken könnten wir noch irgendwo mal herstellen. Und die Bar ist auch schon fertig. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wohin jetzt mit dem ganzen Zeug. Meint ihr, die kommen da hin? Bestimmt, oder? Wir probieren's. Wenn nicht, dann ist so. Dann kommen sie nicht hin. Aber das stört mich dann auch gar nicht. Und da ist ein Hochstuhl. Und ich würde sagen, wir stellen den zweiten Hochstuhl vielleicht gerade da daneben. Dann können die Kids zusammen essen. Und weiter geht's. Lana, kannst du sonst noch was herstellen? Sie können dir noch einen Esstisch herstellen oder noch ein Licht. Wir stellen dieses Licht her und Talon. Oh, Talon, du musst essen. Guck mal, die hat doch was gemacht zum Essen. Nimm dir mal ein Gericht, bitte. Oh, echt. Kommst du? So, da reicht ich ab in den Kühlschrank. Wunderbar. Und wenn du gegessen hast, wirst du noch handwerken. Ja, auf alle Fälle. Was wird er denn herstellen? Er hat jetzt das hergestellt. Wird er noch eine Staffelei herstellen? Oder... Achso, wir haben gesagt, noch ein Waschbecken. Okay, dann lasst mal schauen. Wie sieht's aus? Geschicklichkeit noch nicht. Die ist auf 6. Die auf 7. Und er auf 4. Und ist noch beim Angeln. Oh mein Gott, habe ich dich vergessen? Ich habe ihn die ganze Zeit angeln lassen. Oh mein Gott, tut mir leid. Hier, geh mal essen. Eine Seilmaler. Oh, Buntbarsch. Also einen Buntbarsch könnte man ja in den Kühlschrank stecken, ne? Falls man da mal was machen will. Und die Lana, was macht die? Ach so, die schnitzt. Wo ist eigentlich die Melody? Die Melody holt sich jetzt was zum Essen, sehe ich das richtig? Oder was macht die? Nein, sie räumt auf. Was hast du dir genommen? Gegrillte Früchte. Okay, lecker. So, wenn du dann fertig bist, liebe Melody, dann könntest du mal hier zu dem Busch bestäuben gehen. Was wolltest du jetzt machen? Was hier? Mit jemandem flirten. Okay, und hier am Computer, das können wir gar nicht machen. Einen Busch bestäuben, das machen wir jetzt auch gleich. Also das nehmen wir mal weg. Mit Sam flirten. Okay, das können wir machen. Und was will er denn eigentlich machen? Ja, ein Level der Geschicklichkeit. Alles klar, das kriegen wir hin. Etwas pflanzen. Haben wir angepinnt. Wir haben schon eine feste Beziehung. Techtelmechtel im Busch und mit Talon rumschmusen. Okay, das können wir beides machen. Techtelmechtel mit Talon. Junger Mann, Melody, was? What? Melody schlagen. Ich bin sprachlos. Es sieht so aus, als ob er Melody nicht leiden kann. Mit Lana über Party reden. Also das machen wir. Aber das mache ich auf keinen Fall. Er will mit Melody rumschmusen. Wasserballonschlacht machen. Wie soll man das machen? Hallo? Geht's noch? Okay. Weiter geht's. Was hat sie jetzt gemacht? Ich habe gar nicht mehr aufgepasst. Ich verliere langsam den Überblick hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Sam nach seinem Tag fragen. Okay, wir können wirklich nach Tag fragen. Ja, das geht alles nach Tag fragen. Können wir anpinnen? Kuhlampe kaufen. Date planen. Wie soll man denn jetzt ein Date planen? Leute, was habt denn ihr für Einfälle? Du wolltest mit Melody rumschmusen. Geh doch einfach mal. Wir gehen da nicht hin. Er malt. Hallo, wie sieht's aus? Immer noch nicht. Echt jetzt? Jetzt lasse ich ihn aber malen. Und die Melody hat ein Buch in der Hand. Sie will Levi vorlesen. Okay, und wo ist Levi? Levi plaudert aber jetzt mit... Ich glaube, das kann ich mal wegtun. Das wird nichts. Das wird nichts. Was geht da?
na, dein Gemälde weiter. Ja, ja, die haben Spaß. Alles gut, alles gut. Freundlich zu Sam sein. Und er hat immer noch mit Melody rumschmusen. Okay. Ja, Leute, ich glaube, das Baby kommt halt doch wieder nicht. Nein, ihr seid nicht erwischt worden. Nein, mal so gar nicht. Alles gut. Du willst rumschmusen. Wo willst denn du rumschmusen? Hals küssen, zieh das um, rumschmusen. Und du kannst das verkaufen. Oh, wie süß. Der baut schon wieder eine Burg. Okay, kein Problem, ich räume mal für euch kurz auf. Sie ist kokett. Oh ja, oh ja. Auch rumschmusen. Ja, wo soll man denn hier rumschmusen? Geh mal auf den... oh nein, Wahnsinn. Lana, Lana, hier hingehen, hier hingehen. Lass das, lass das, lass das. Lass das, lass das. Und dann Foto machen. Schneller, Lana, schneller, schneller, schneller. Lana, go, sag mal, wie lange braucht denn? Nein, echt jetzt? Das war doch jetzt echt kacke. Hättest du das nicht sagen können, dass du das machst, dann wären wir da gewesen. Oh Gott, zuschauen. Okay, was ist mit dem? Der ist müde. Lana, Lana, Kinderbetreuung, in Schlaf lesen, bitteschön, Aufi. Wie sieht's jetzt da aus? Wie sieht's da aus? Wie sieht da aus? Sie schläft. Sie träumt vom Tod? Warum träumt sie vom Tod? Will sie tot sein? Talon? Talon steht mit der Bord da. Weiß nicht, was er anfangen soll. Weißt was? Geh doch einfach schlafen. So, meine Lieben. Ich denke, perfektes Bild. Mehr braucht man nicht. Ich beende den Part. Ich weiß zwar nicht, wie viel Material ich schon habe, aber es ist egal. Ich mache an dieser Stelle Schluss. Somit können wir dann in der nächsten Folge wirklich wieder am Rad drehen. Und dann kommen auch wirklich die Babys. Ich habe ja so gehofft, dass sie dieses Mal kommen. Aber es sollte wohl nicht sein. Dafür haben wir aber jetzt beim Raddrehen wieder eine Kiste rausgesucht für die 5 Äste, die wir bekommen haben. Und uns somit eine zweite Spielkiste besorgt für die nächsten Kinder, die jetzt kommen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen, falls ihr noch keines habt. Schaut auch gern unten in der Videobeschreibung rein. Da habe ich ganz viele YouTuber verlinkt von der Sims YouTuber Community mit Herz. Auch die machen tolle Let's Plays und es lohnt sich, bei ihnen vorbeizuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge anschaut. Tschüssi!